dieses Jahr war es so nah dran wie noch nie. Am letzten Spieltag hatte man es in der eigenen Hand. Und dann spielt man so eine enttäuschende erste Halbzeit, die ja schon ein bisschen das Herz bricht, muss man ehrlich zugeben. Das sehen wir in jedem Jahresrückblick jetzt, ja, als Dortmund-Fans. Wir müssen uns auf die Knochen schämen, ey, ganz ehrlich. Gruß nach München, die Mannschaft hat verdient, aber wenn man sich so dran stellt daheim, 80.000 hier, unglaublich. Also ganz ehrlich, unglaublich. Wir sind bestens vorbereitet, unser Kühlschrank ist voller Dosenbier für morgen. Aber gut. Ja, die Enttäuschung ist natürlich groß, aber wer am Ende nicht gewinnt, der hat die Meisterschaft nicht verdient.